Heute begleitet Redakteur Gero Schorch den schüchternen Uwe Wöllner zu einem Männerberater. Dieser soll ihm helfen, männlicher zu werden und seine Anziehungskraft auf die Damenwelt zu stärken. Doch schon auf dem Weg zur Praxis versucht der nervöse Uwe, Zeit zu schinden. Irgendwann stirbst du, ne? Ja. Und du auch, mein Lieber, komm. Ja, aber nicht so früh wie du, ne? Nee. Du stirbst dann irgendwann schneller. Ja. Wie alt bist du nochmal? Ich bin jetzt schon 44, Uwe. Krass. Ja. Wenn du dir jetzt für die... Ganz schön alt, ne? Du, wir haben uns jetzt, ich bin 32. Welchen Jahr bist du geboren? 64. Nee, dann kannst du ja nicht, dann kannst du ja aber nicht so alt 44 sein. Du müsstest du ja... Dann bin ich 68 geboren. Komm. Quatsch. Uwe, jetzt komm. 62 müsstest du dann geboren sein. Nein, ich bin 64 geboren. Komm. Hä? Komm mal mit. Jetzt, was wir jetzt vorbereitet, wir haben jetzt was vorbereitet für dich. 43. Mir ist wichtig. 43, ne? Ja, aber ich hab doch schon früher Geburtstag. Das Jahr ist auch schon fast vergangen. Komm mit. Quatsch, das kann er nicht sagen. Mir wäre wichtig, wenn du jetzt einfach versuchst, was mitzunehmen. Wir haben jetzt einen Typen, der dir wirklich was zeigen kann, wie man tougher auftritt. Komm mit, Uwe. Hallo. Schön, dass du hier bist. Genau. Wie bitte? Schön, dass du hier bist. Ja, finde ich auch gut. Raufsetzen. Ja, einfach mal. Hast du mal so gesessen? Nee, noch nie. So wie die Japaner. Sitzen Japaner so? Ja, denke ich schon. Ja. Hab ich noch nie gesehen. Die sitzen ja nicht auf Stühlen. Ja. Ja, vielleicht, wir haben eine Stunde Zeit. So lange ist für euch? Ja, wir können aber auch weniger machen, das ist kein Problem. Ja, ne? Okay. Wenn du merkst, das ist gerade nicht so gut, dann sagst du einfach, Herr Thiel, stopp. Ja. Ja. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Okay. Ja, du kannst auch eine Pause machen. Wir haben ja noch mehr Räume. Kannst dich einfach mal hinlegen, ein bisschen ausruhen. Okay. Herr Thiel, stopp. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Okay. Frage ich dann, ne? Okay. Okay, cool. Super, ja. Okay. Ja. Und immer wenn ich zum ersten Mal mit jemandem zusammen bin, den ich noch nicht kenne, bin ich ein bisschen aufgeregt. War ich nicht. Du nicht? Das ist super. Ich versuche ein richtiger Kämpfer, ja. Also ich versuche ein Kämpfer zu sein, ne? Also ich würde gerne noch... ein bisschen stärker sein, ne? Mhm. Bisschen männlicher beim Auftreten. Mhm. Irgendwie noch ein bisschen so tougher, so wie George Bush oder so, ne? Oder ich finde auch gut, sich mal durchzusetzen gegen Frauen. Frauen dann immer ärgern, ne? Manchmal piesacken einen ja auch Kinder aus dem Kindergarten. Die bewerfen einen manchmal mit Stöcken, dass man sich da auch mal durchsetzt. Aber das kann ich auch nicht so gut, ne? Ja, okay. Na, so ein bisschen merke ich, ich habe auch so ähnliche Sachen wie du. Dann steh mal auf. Ja. Vielleicht kannst du mal die Schuhe ausziehen, da haben wir ein bisschen besseren Kontakt mit den Füßen. Um Uwe den Weg zu einem selbstbewussten Auftreten weisen zu können, will der Therapeut in einem ersten Rollenspiel überprüfen, wie Uwe schwierige Begegnungen meistert. In diesem Fall die mit Hunden. Aha. Und dann kommt er hierher. Nein, darfst du nicht kacken, ne? Entschuldigung. Okay. Kann ich nicht auch den Mann einfach mal anrempeln? Aber nicht zurückrempeln, okay? Also du willst einfach nur mal ausprobieren, wie das ist, jemanden anzurempeln, genau. Ja? Und ich rempel dich nur mal so an, okay? Und ich guck gerade, okay, mach mal. Also nicht, aber nicht zurückrempeln. Nein, also, okay? Ich bin jetzt ganz überrascht. Dass ich denke jetzt so... Oh! Ja? Das finde ich cool. Kann ich nochmal ein? Okay. Ja? Das fliegt Taten. Okay, wir machen ein bisschen stärker, ja? Okay, du kannst doch mal ein bisschen so, weißt du, im Leben muss man sich auch mal durchsetzen ein bisschen. Aber das war jetzt ein bisschen zu fest. Das kannst du auch machen, ne? Ja, aber das war jetzt ein bisschen zu fest. Okay, der andere soll ein bisschen locker sein, ja? Der andere soll nicht rempeln, natürlich. Okay, probier es einfach mal aus, ne? Weil hier passiert einem halt auch nichts, ne? Naja, du kannst ja einfach mal probieren, was da so passiert bei dir, ne? Vielleicht willst du ein bisschen stärker werden. So, ne? Ja, okay. Ja. Das finde ich total cool. Okay. Einfach so, ne? Das finde ich cool. Okay. Ja. Ja. Können wir sowas öfter machen? Ja, kannst du öfter kommen. Und dann kann ich dich immer anrempeln? Ja. Musst du dann nur die Stunde bezahlen, ne? Ja, okay. Okay, wird eine teure Stunde, ne? Aber es macht Spaß, finde ich. Ja, ja. So, ne? Okay. Ne? Und das klappt ja auch manchmal gut. Es gibt Menschen, die kann man einfach so anrempeln, ja. Wie sieht es mit Freunden aus und so? Freunde? Ja. Wo du einfach mal sagen kannst, Mensch, Joachim, ich würde gerne mal ein bisschen rumrempeln. Nee, die meisten würden das nicht machen, ne? Die meisten würden sich nicht einfach anrempeln lassen von mir, ne? Die meisten würden dann
zurückkrempeln oder sagen, ey, Uwe, hör mal auf, was soll denn der Scheiß jetzt? So, ne? Ja. Also auch Herr Schorch, wenn ich bei Herrn Schorch machen würde, kann ich mal. Wenn es dir dann anliegt. Und der würde halt gleich so gucken, nur sauer und beleidigt ja, sein. Ne? Ja, ja. Und so sind halt die meisten, ne? Ja. Was ist denn das so, was das mit dir macht, dass du so einen Spaß dran hast? Ja, das finde ich halt lustig. Ne? Ja. Leute halt so wegtragen. Ja. So Gremlin-mäßig. Ja, ne? Ja. Oder so Gremlin so aus dem Weg raus scrollen. Ja. Das finde ich ganz abgefahren. Okay. Das finde ich abgefahren. Das finde ich wirklich abgefahren. Ja. Du musst halt gucken, wie, mit dem du das machen kannst. Ja, im Leben, ne? Ja, ja. Das kann ja auch eine Partnerin sein, ne? Wie sieht es da aus mit dir? Mit Frauen finde ich das scheiße. Obwohl, ja. Dicke Frauen finde ich cool. Also, wenn die so voll fett wären, so eine dicke Frau, ne? Und man rennt mit so einer dicke Frau so an. Ne? Und dann so eine Tonne so rollt sozusagen. Das finde ich cool. Ah, ja. Ne? So eine dicke Frau anrempeln. Aber so eine gut aussehende Frau würde ich ja nie anrempeln. Ne? Pamela Anderson und Eva Mendes würde ich nicht anrempeln. Ne? Aber so Hella von Sinn schon. Ne? Und wenn ich die so anrempel und das ganze Fett so schwapp, schwapp, ne? Und das dann so nach links auf die Straße rausspammelt, ne? Das fände ich total cool. Okay. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen das mit den Rempeln mal durch. Mhm. Ne? Ist vielleicht einfach mal wichtig, dass du es ausprobiert hast. Muss natürlich im normalen Leben gucken. Viele machen da nicht mit. Vielleicht gibt es irgend so einen Catcher-Club, sag ich mal, ja, wo man das einfach mal machen kann. Ja, aber die rempeln ja dann auch selbst. Ich will ja nicht, dass mich einer anrempelt. Da hätte ich jetzt das willst du gar nicht, ja? Okay, ja, weil es halt auch wehtut und so. Ja. Ich habe auch keine Lust, dass mich irgendjemand anfasst oder so wegrempelt. Das ist mir total scheiße. Ne? Ja, das ist ja da so unschön, passiert. Wenn man so angerempelt und angefasst wird. Und dann rutscht man so halb aus und es ist hart hier. Das finde ich halt total unschön selber. Ne? Okay. Sehen Sie in der nächsten Folge. Nee, du bist ein Spasti. Nee, guck dich mal an. Nee, guck dich mal an. Nee. Na, du bist vielleicht ein Spasti, ne?